Wir, die Freiheitssegler Andrea und Björn, segeln mit unserer Saira in der Welt der türkisen Wasser. In der kalten Ostsee gestartet, sind wir mittlerweile in der tropischen Wärme und der erste Ozean liegt in unserem Kielwasser. Andrea ist abenteuerlustig und voller Lebensfreude. Als völliger Segelneuling gestartet, möchte sie am liebsten tanzend die Welt erobern. Björn ist mit Leib und Seele Zauberer und Artist und immer für eine Überraschung gut. Die ganze Welt erkunden, abseits von ausgetretenen Pfaden, über und unter Wasser. Das ist unser Antrieb, dafür leben wir. Wir werden an den schönsten Plätzen dieser Erde unsere Segel baumeln lassen. Was wir dort an besonderen Momenten erleben, möchten wir mit euch teilen. Segelt mit und abonniert uns. Wie verfängt er sich nicht in unserem Segel? Dann zeigen wir euch mal die Überbleibsel des Hurrikans Irma vom 6.9.2017. Da sieht man ja ganz hinten die Masten. Und von da sind die Schiffe hier rüber geschwemmt worden. Unsere erste Nachtfahrt seit der Atlantiküberquerung steht an. Wir segeln von unserem kleinen Paradies Petite Terre östlich an Guadeloupe vorbei nach Saint-Martin. Auf dem Weg nach Saint-Martin segeln wir ganz, ganz dicht an Antigua vorbei, wo wir ja auf dem Rückweg vielleicht vorbei wollen. Ja, und wir hoffen, dass wir jetzt noch mal knapp 20 Stunden segeln und dann sind wir in Saint-Martin. Da freuen wir uns auch schon drauf. Das ist ja das Zentrum der Mega-Yachten. Antigua allerdings auch, allerdings eher im Süden. Da sind die berühmtesten Buchten der Karibik. English Harbor und Falmouth Bay oder Falmouth Harbor. Bei der Ansteuerung von Saint-Martin kommen wir am Mahu Beach vorbei, hinter dem der spektakuläre Inselflughafen Princess Juliana liegt. Ja, das ist bekannt dafür, für die tiefen Anflüge der großen Flieger. Ja, aber einiges gut. Wie verfängt er sich nicht in unserem Segel? Ja, Björn, was sagst du dazu? Alter Falter! Oder Old Sweet, alter Schwede! Das ist der Knaller! Direkt über unseren Mast ist der geflogen! Ich hatte so ein bisschen kurz klaustrophobische Ängste. Der war vielleicht 30, 40 Meter über unserem Mast. Ja, aber das ist ja so. Völlig normal. Ja, ich stand da drunter. Stand unser Mast. Oder unter der Genua. Ich weiß, wie nah der war. Hammer, Hammer. Ich habe gedacht, notfalls kann ich ja noch ins Wasser springen. Verrückte Gegend hier. Das erinnert mich, dass ich meinen ersten Sohn zweisprachig erzogen habe. Manchmal flogen bei uns über das Grundstück Tiefflieger und da habe ich immer gesagt, hey mein Sohn, look, Deep Flyer. Und sein erstes deutsches Wort war dicke Eier. Er hat dicke Eier verstanden, wenn ich Deep Flyer sagte. Ich weiß natürlich, dass Tiefflieger nicht Deep Flyer heißt, sondern, Moment, ich muss das mal kurz googeln. I'm a weary pirate, and my heart is made of dust and grey and spoiled champagne. I've got troubles, I've got sins, I'm my worst enemy, but I've still got a lot to give. So I said, hey, don't you wanna come, come and run away with me? Hey, won't you come, won't you come? Habe ich heute geerntet im Garten. Asiasalat verfeinert mit Radieschen
und Petersilie. Gut, ne? Ja, super. Ja, Gurken habe ich dann dazu gekauft. Aber es ist der richtige erste Salat, den wir hier gerade geerntet haben. Bin richtig gespannt, wie er schmeckt. Und was gibt's dazu? Dazu gibt es Tomatensoße, Lauch, Paprika und ein Bohnenmix. Ja, sehr lecker. Bin gespannt. Klingt auf jeden Fall gut. Die Sonne geht gerade unter. Unsere zweite Mahlzeit. Wir haben nur zwei Mahlzeiten. Steht an und das machen wir am liebsten kurz vor Sonnenuntergang, weil es einfach schön ist und die Temperaturen vor allem auch jetzt vernünftig sind. Wir haben immer noch knapp über 30 Grad. Also es ist nicht ganz kühl in der Karibik, aber ein sanfter Wind unsere Wangen streichelt. Und dann noch das leckere Essen von Andrea. Dann ist eigentlich, ja, Paradies auf Erden. Gut, Klang ist ein bisschen kitschig, aber muss auch mal sein. Ja, dann darf ich dir was drauf tun? Ich glaube, du bist unterzuckert. Unbedingt. Bei dem, was du jetzt gerade von dir gibst, bin ich mir ganz sicher. Paul und Yvonne mit ihrer Yacht Tina haben uns aus La Gomera ein Paket mitgebracht, das uns dort nicht mehr erreichte, weil wir schon auf dem Weg über den Atlantik waren. Paul erklärt uns, dass sie den Aufenthalt hier nutzen, um ihre Tina zu überholen. Boah! Hast du? Ja. Das ist relativ schwer, ja? Ja, ja. Indian-Style. Ja, unser Paket ist da! Juhu! Hey. Mann, ist das schwer. Ja, vielen Dank. Oh. Aus Gomera nach Saint-Martin. Vielen, vielen Dank. Wir sind auf jeden Fall froh, dass es so unkompliziert geklappt hat und revanchieren uns mit etwas Süßem. Gemeinsam lassen wir den Abend in der beliebten Seglerbar Lagunis ausklingen, wo wir noch auf andere deutsche Fahrtensegler treffen. Wir haben endlich einen Schlosser oder Schweißer gefunden, der unsere Relingstützen richten kann. Die haben hier nämlich alle so einen Knick. 7 Stück von der Zahl, die alle verbogen sind. Was daran lag, dass wir auf der Atlantiküberquerung den Bullenstander falsch eingebunden haben. Ja, wie passiert sowas, wenn man mit dem Groß, das ist jetzt falsch, normalerweise ist die Großschot im Boot, aber so ein Groß, wenn man so daher segelt und der Wind dreht auf einmal ganz plötzlich und kommt von der anderen Seite ins Groß, dann hat das Groß die Tendenz, hier rüber zu klappen. Und da spannt man normalerweise hier ein Seil rüber und wenn man das falsch macht, dann läuft das Seil außen rum und wenn das Groß rüber klappt, zieht es halt diesen ganzen Drehlingszaun sozusagen ins Schiff, in die Schiffsmitte. Ja, und jetzt wird morgen oder übermorgen das ganze Schiff wieder Chico gemacht und wir hoffen, dass das schnell geht und nicht so teuer wird. Denn verbogene Relingstützen, die beengen einen erstens ein bisschen und zweitens sieht es hässlich aus. So, hier sind wir jetzt bei dem Menschen, der unsere Relingstützen repariert. Dort drin. Sieht ja sehr idyllisch hier aus mit den Blümchen. Das hat er ja nett gemacht. Und das ist vielleicht eine Frau, die Metallarbeiten macht. So, der Job wäre erledigt. Abgegeben. So, kurze Stärkung, bevor es auf Wracktourismus geht, oder? Bisschen was Morbides hat das ja, ne? Diese ganzen kaputten Teile da, die ganzen Schicksale, die hier dranhängen. Ein richtig schönes Thema ist es nicht. Nee.
Aber es ist halt passiert, ne? Ja, und es war ein Naturgewalten. Die kann man sich als Mensch, der nicht in Hurricane-Regionen lebt, einfach gar nicht vorstellen. Guten Appetit. Eine Sache hat sich ja mir in meine Großhirnrinde eingeprägt. Wir hatten hier 36 Stunden lang über 293 Stundenkilometer Wind. Das ist, als wenn du mit einem Auto mit 150 über die Autobahn fährst und noch ein Auto hinterher. Meinst du? Björn spricht die freundliche Bedienung auf den Hurricane Irma an und erfährt Folgendes. So the water was up here. Up here, at least yes. Yes. The whole shop was der ganze Laden war hier komplett überflutet. Also ungefähr 1.80 Meter, ja? Mm-hmm. Almost yes. Yeah. But the roof was okay. Everything was okay, but a lot of water. Yeah. But the hurricane was coming this way. This way. Oh, really? Yes. Und das Wasser kam also aus Marigold Bay, all over, also hier voll rüber. Yeah, the boats around here. So the boats come from this side. Wow, thank you very much. The boats coming from. From here, because you have some boats over there. Yeah. Actually, they come all over, swept over. Oh, du Gott. That's crazy. So, also nochmal zum Verständnis. Hier ist die innere Lagune. Und da draußen, da liegen die ganzen Schiffe. Da sieht man ja ganz hinten die Masten. Und von da sind die Schiffe hier rüber geschwemmt worden. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, dann fahren wir jetzt von hier los. Von hier durch die Simpson Bay Lagune. Und dann zeigen wir euch mal die Überbleibsel des Hurrikans Irma vom 6.9.2017. Ja, hier sind noch so ein paar Dauerliegeplatzinhaber. Ja, ganzes Schiff hier unter uns. Mhm. Wow, die Natur holt sich wirklich alles zurück. Die halbe Lagune ist gespiekt mit Schiffswracks in allen möglichen Stadien des Verfalls. Einige Wracks sind unter Wasser, einige schwimmen noch und andere gucken halb raus. Hier haben Sie Wrack Nummer 179 aus dem Wasser gezogen, gerade eben. 5 Jahre im Wasser, danach sieht ein Schiff so aus wie auf dem Bild. Einzelne Wracks, die nicht aus dem Wasser rausgucken, offensichtlich. Die sind mit Bojen gesichert, damit man natürlich auch nicht mit dem Dinghy drüber rast. So wie da vorne. Das Ganze ist ein trauriger Anblick und wirkt auf uns bedrückend. Kaputte Plastik und rostzerfressene Stahlhüllen bilden einen verstörenden Kontrast zu der bunten Schönheit der karibischen Natur. Schönes Holzschiff, schade. Die Schiffe, die noch schwimmen, die werden auch oft als Wohnungen genommen. Also das hier, das scheint auch bewohnt zu sein. Also hier liegen auf jeden Fall Arm und Reich mal wieder sehr, sehr nah beieinander. Erstaunlich, dass vor so einer Luxusferienlage ein Wrack liegt, das noch nicht entfernt worden ist, aber vermutlich ist es zu schwer. Großer Zweimaster hier unter uns. Wir haben ja mit den verschiedensten Menschen über den Sturm gesprochen und an den Tag erinnert sich natürlich jeder. Und die generelle Aussage war, alle Dächer, die nicht aus Beton waren, sind weggeflogen. Also die Wellblech und Zink und wie sie alle heißen. Viele Yachtis ankerten in der flachen Lagune, weil diese auf den ersten und auch zweiten Blick so sicher und rundherum geschützt wirkt. Dann kam der 6. und 7. September 2017 und der Hurricane Irma fegte mit einer solchen Wucht über die Insel, wie es keiner vorher jemals für möglich gehalten hätte. Über 1,5 Tage lang blies es mit mehr als 297 Stundenkilometern. Wenn ihre stolzen Yachten Geschichten erzählen könnten,
Was würden sie erzählen? Wie hoch waren die Wellen in dieser normalerweise ententeichartigen Lagune, dass so viele Schiffe unwiderruflich verloren gingen? Hoffentlich waren die Eigner an Land und nicht an Bord, wie das einige mutige Kapitäne tun, um notfalls gegen anzumotoren, die Anker zu kontrollieren oder das eigene Schiff von anderen treibenden Yachten freizuhalten. Ja, was ihr bisher gesehen habt, die ganzen Wracks liegen hier auf der französischen Seite. Hinter uns seht ihr die Brücke, die quasi die Lagune in die holländische und französische Seite trennt. Nicht ganz genau, die haben dann einen Strich durchs Wasser gezogen, der liegt ein bisschen anders. Aber hinter uns liegt die holländische Seite und die ist schon nach einer Gesamtinvestition von 40 Millionen Dollar komplett aufgeräumt worden. Ja, und wie wir jetzt sehen, wird gerade die französische Seite aufgeräumt. Während des Hurrikans ist ja keiner rausgegangen, weil die halt Angst hatten, dass sie durch die herumfliegenden Trümmer zu Schaden kommen. Aber als dann das Auge über der Insel war, und das war halt tagsüber, eine halbe Stunde lang absolute Stille, sind dann viele schon rausgegangen, haben angefangen aufzuräumen und rumzugucken. Und die hat es dann nochmal erwischt, weil das war halt wie gesagt nur das Auge. Und danach kam dann aus der anderen Richtung dann die ganze Windgewalt. Und das hat noch mehr Wind gebracht. Und das war wirklich ein absoluter Albtraum hier für die Einheimischen. Also viele reiche oder reichere Leute haben dann einfach die nächsten Flieger genommen und sind abgehauen. Was besonders bitter war, ist, dass drei Tage nachdem Irma hier rüber fegte, dass noch zwei weitere Hurricanes, nämlich José und Katja, parallel dazu ihr Unwesen trieben. Und dann musste diese Insel, weil sie halt komplett abgeschnitten war, aus der Luft per Flugblatt darüber informiert werden, dass noch ein Hurricane im Anzug war. Glücklicherweise nicht ganz so schlimm, aber es war auch nicht mehr viel übrig, was noch hätte verwüstet werden können. Absoluter Wahnsinn. Man muss sich das mal vorstellen. 300 Stundenkilometer Wind. Das ist ja so, als wenn ich mit dem Auto über die Autobahn fahre. Mit 300 Stundenkilometer. Also bin ich noch nie. Das höchste war, glaube ich, 185. So, und dann habe ich keine Windschutzscheibe. Kein Dach und keine Windschutzscheibe. Wahnsinn, oder? Nee, unvorstellbar. Wir fahren jetzt zurück zum Schiff. Auf die holländische Seite brauchen wir nicht, da ist sowieso alles aufgeräumt. Die haben ganze Arbeit geleistet. Okay, dann mal los. Das Wrack da hinten sieht aus wie Wohnmobil. Okay, es hat ja vorne eine Reling, doch nicht. Ein Hurrikan der höchsten Stufe, der Kategorie 5, tritt statistisch nur einmal in drei Jahren im Nordatlantik auf. Der letzte war Dorian, 2019. So. Ja, ja, ja. Juhu, unser Päckchen ist da aus Deutschland. Neugierig geworden? Dann lieber nicht unseren Kanal abonnieren, sonst schaffst du womöglich andere wichtige Dinge in deinem Leben nicht.